So, Fragen? Jetzt können wir mal sagen, hier, ihr könnt Fragen stellen. Wenn ihr jetzt genau zugehört habt, habt ihr keine mehr. Ihr könnt euch wirklich alles selber beantworten. Schauen wir mal. Okay, fangen wir das erste an. Ist nur Beispiele. Das ist immer nur mal einfach. Ich kann nicht in die Köpfe anderer hineinsehen. Ich habe jetzt das extra schwarz-weiß gemacht. Hängt davon ab, was für ich das du bist. Ein Gehirn kann es mit Sicherheit nicht, ein Programm kann es auch nicht, ein rotes Ich kann es, hängt aber wieder vom Programm ab. Wie war das nochmal? Ich schaue in die Köpfe von anderen hinein, ich denke mir jetzt den Saal aus und ich schaue jetzt in den Kopf vom Udo rein und der sieht einen Haufen Gesichter. Ich schaue in den Kopf von Thomas rein, der sieht nur ein Gesicht. Stimmt oder stimmt? Ich schaue in den Kopf rein vom Sigmund, der sieht ein Gesicht. Und ein paar Hinterköpfe. Das ist einmal das Erste. Du kannst das immer auswechseln. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass wir mal genau machen, beim Thomas geht's nicht. Beim Hubi geht's. Hubi, du denkst jetzt, und ich hoffe, jetzt hat er da zeitlich keinen Wechsel gehabt, du denkst jetzt, du stehst bei dir in der Küche vom Herd und schaust auf den Herd. Jetzt hat er ein Bild im Kopf, ich habe das Bild im Kopf, ich weiß, was er für ein Kopf für ein Bild hat, weil ich nämlich weiß, wie das aussieht, wenn man vor seinem Herd steht. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss, es setzt nur voraus. Das ist das Spiel, wo ich sage. Immer wieder, das sind die kleinen Beispiele. Ihr hört es, das ist relativ beeindruckend. Ich bin der Erste, jeder 13. Ich kann das nachvollziehen. Und jetzt erkläre ich, schließe mal deine Augen. Wenn ich das hier in dem Saal mache, den ich mir jetzt ausdenke, habe ich hier, ich sage 160 Programme und ich weiß jetzt, dass mit diesen Worten, schließe mal deine Augen, 160 verschiedene Menschen die Augen zumachen. Weil diese Worte mit deinem Programm sofort seinen Gedanken an dem auslösen, dieser Körper, der du zu sein glaubst. Und es führt uns in die Schichten von den Grundwellen, wo ich gesagt habe, das ist, man könnte jetzt mit Sinus machen, ich will nicht so klar sein, dass diese Metaphorik hast du zum Beispiel bei dem klassischen Handy, das ich so oft gebracht habe, das Klingelingeling-Beispiel. Das Klingelingeling-Beispiel, Entschuldigung, ich werde jetzt aber unscharf, das ist bei viel Reden, ist wie wenn man besoffen wird. Bin aber nicht besoffen, sondern schwach. Es ist also so, du hast einen Reizauslöser, du kannst dich dabei beobachten jetzt, wenn du Holofeeling hast. Wir haben das jetzt in der Pause nochmal durchgesprochen. Ich hoffe, bei dem Programm ist jetzt das soweit klar. Es geht mir überhaupt nicht um das Wissen. Es geht um Bewusstsein, das man nicht haben kann, das man ist. Es geht darum, dass du das Prinzip verstehst. Der Rest kommt von alleine, den schalte ich dir frei. Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf, im Traum. Du musst das Prinzip verstehen, das hast du jetzt schon in deinem Programm drauf, wenn du Ingenieur studierst. Da musst du jetzt erst einmal immer wieder die Hierarchie in einer zeitlichen, bewusst zeitlich gedachten Abfolge, bevor du nicht sprechen kannst, hören kannst und sprechen kannst, kann ich dir nicht lesen und schreiben beibringen, weil die einzige Möglichkeit, mit dir zu kommunizieren, ist über die Geräusche, über die Sprache. Natürlich, jetzt wir lassen die vielen Sprachen weg. Du musst zuerst als Kind sprechen und lesen lernen und dann kann ich dir lesen und schreiben beibringen. Und natürlich auch rechnen. Erst, wenn du lesen, schreiben und rechnen kannst, kann ich dir Physik erklären. Das macht nämlich keinen Sinn, wenn man sich nicht mit der Arithmetik auskennt. Und dann kannst du erst einen Beruf lernen. Und wenn du jetzt Ingenieur bist, ich sage irgendwas Elektronik studierst, dann lernst du zuerst einmal sprechen, dann lesen, schreiben, dann rechnen und jetzt kommst du in die sogenannte Berufsschule oder du studierst und dann lernst du Prinzipien, A-stabiler Multivibrator, Wienbrückengenerator und so weiter und so fort. Bei der Elektronik gibt es eigentlich tausend andere Sachen, statische Berechnungen, denk jetzt gerade an Norbert, Statiker. Das sind lauter solche Sachen, da lernst du Grundprinzipien, das sind immer Grundelemente. Und wenn du jetzt eine Prüfung hast, es verlangt kein Mensch, dass du dir diese ganzen Formeln merkst. Du musst aber einmal, musst du die Prinzipien gelernt haben, dass du das Prinzip verstanden hast. Und dann darfst du in jede Prüfung, darfst du eine Formelsammlung mitnehmen. Bei meinen ersten Prüfungen, ich durfte meine Formelsammlungen mitnehmen und meinen Rechenschieber, Taschenrechner hat es damals noch nicht gegeben. Weil keiner verlangt, dass du das im Kopf rechnest und keiner verlangt, dass du dir die Formeln merkst. Wenn eine sogenannte Textausgabe kommt, was man verlangt, dass du weißt, auf welche Formeln du zurückgreifen musst, um dieses Problem zu lösen. Und die Aufgaben selber darfst du in Taschenrechner benutzen.
Und nichts anderes mache ich jetzt. Mir geht's, dass du das Prinzip verstehst, das ich dir beibringe. Und das ist keine riesengroße Datenmenge. Den Rest kann man nachschauen. Da setzt dich hin, nimmst das DVDs, jetzt wenn dich Wörter interessieren, und da ist natürlich viel Energie, und das ist jetzt die Interesse. Kleine Kinder verlieren relativ schnell die Interesse. Wie tief gehe ich in ein Wort rein? Ich kann jetzt hier noch sagen, kann ich in den Raum hineingehen, hineinsehen? Das kannst du nicht. Versuch einmal in den Raum, wenn du reinzugehen, wenn du eine VR-Brille aufhast. Dann hast du die Illusion. Aber es sind ständig wechselnde Bilder. Ob ich jetzt das in Worten mache, das heißt, schließe mal deine Augen, stell dich vom Kühlschrank hin, und du wirst merken, jedes Wort, ob du willst oder nicht, baut Vorstellungen in dir auf. Und dann soll ich jetzt gehen in die Küche, gehen ins Schlafzimmer, jetzt geh hoch. Kann ich jetzt machen, du kannst jetzt hier sagen, hier in dem Raum, du schließt die Augen, jetzt stehst du auf, dann geh mit in Gedanken, geh durch diese Reihe durch, geh da raus, geh hoch und dann geh Treppe in dein Zimmer, wo du zurzeit geschlafen hast, geh rein, schau, wie das Waschbecken aussieht. Jedes dieser Worte, bup, 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 aber in jedem Kopf war anders. Geräusche, Anfang des Vortrags. Geräusche, du wirst jetzt mit Geräuschen konfrontiert, das sind Reizauslöser. Und was für Vorstellungen diese Geräusche in deinem Kopf erzeugen, hängt davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst, das heißt, welches blaue Ich du benutzt zum Denken. Welches Programm, welches Buch zurzeit in dir läuft. Aber zusätzlich noch, auf welcher Seite du bist. Das heißt jetzt, der jetzt hier sitzt vor mir, der Jürgen, der kann auch dann vom Computer daheim sitzen, auch jetzt. Frage der Kategorie 3, wo? Das Wo bestimmt nicht der Ort, sondern die Seite, auf der er sich befindet. Dann kommt erst dort, wo er ist. Das heißt, wenn du heute, es ist jeder da heute, wenn du heute da bist und du hörst den Udo zu und du weißt, dass jetzt das aufgenommen wird, wirst du heute dir jetzt eine Aufnahme anhören und du bist dann an einem anderen Ort, der aber wo immer hier ist. Du gibst den Ort bloß einen anderen Namen und dann wird es ein blaues Hier. Und eine andere Zeitadresse und dann wird es ein blaues Jetzt. Alles passiert im roten Hier und Jetzt. Und durch das Blaumachen des Hier und Jetzt verstreust du den Gedanken in Raum und Zeit. Merkst du, wenn man das immer wieder wiederholt, dann ist es zumindest einmal begriffen, was dich jetzt nicht hindert, wenn wir rausgehen, dass es wieder weg ist. Aber es ist zumindest einmal ein Keim gelegt. Das führt uns jetzt hier zu dem Jesus-Spruch. Das können wir eigentlich wegmachen, da habe ich jetzt das Sommer auch schon gehabt. Jetzt habe ich gerade den Heiko gefragt, das ist auch, wenn ich einen Film, ein Video einspiele, das darf keine Probleme geben. Ein Fernsehbild kommt nicht aus dem Fernseher, ich zitiere hier aus einem Video. Das kann man einspielen, das gibt keine Probleme. Das ist es, die Schwierigkeit habe ich überhaupt nicht. Ja, wenn ich doch Gott bin, wieso macht er das? Erinner dich, ich habe gesagt, wenn ich mich als Brösel, wer auch immer, in den Traum eines JCH, muss ich das nochmal hermachen, nicht, ne? JCH. Wir haben das Ich und das Ich braucht ein blaues Ich. Die Lampe im Projektor braucht ein blaues Ich, dass da Bilder auftauchen. Das ist die Welt mit Naturgesetz, mit allem drum und dran. Ich lasse es im Hintergrund, habt ihr noch im Kopf, hoffe ich. Können wir drüber legen. Merkst du, das ist jetzt feinstofflich. Feststofflich, Immergrund, feinstofflich. Könnt ihr durchschauen und könnt euch das da dahinter projizieren. Und du selber, dieses rote Ich, das ist der Geistesfunk. Da gibt's nur einen. Wer du dort zu sein glaubst, bestimmt hier dein blaues Ich. Das ist der du zu sein glaubst. Der bestimmt übrigens auch die Naturgesetze. Du kannst mit einem anderen Programm dir eine Welt, wo du Superkräfte hast, wo Menschen anders aussehen, wo Menschen viereckige Köpfe haben. Und ich habe das so oft erklärt, ich kann, wenn ich jetzt ein Computerprogramm habe, da außen ist keine Physik. Die Naturgesetze sind nichts, was unabhängig von dem Schöpfer, von dem Geist existiert. Nochmal. Materialismus trägt die Kausalität. Im Anfang war die Materie. Gut beim Gehirn. Es muss ein Gehirn entstehen in der Entwicklung. Jetzt sind wir schon wieder, ich gerade denke, 2, 4, 6, 8. Das ist alles Schwachsinn. Was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Die Frage stellt sich überhaupt nicht, weil du kannst es hebraisieren. Du musst es bloß wörtlich hinschreiben. Bist du mal auf? So oft wiederholt. Ich mache das jetzt ganz einfach einmal. Ich schreibe einmal, wie man spricht. Ah. Was war zuerst da, das Ei oder das Huhn? Machen wir mal in dran. Schreibt ihr besser?
Ja, bleibt sie gleich. Könnt ihr das soweit sehen? Entschuldigung, da mal verschrieben. Das ist das Ei oder das Huhn. Schau mal, AI ist der Schöpfergott und O ist ja gleich W ist HBH. Der Schöpfergott ist J, das absolute A, die 1 gibt es nicht ohne was anderes. Mache ich hebräische Zeichen drauf, AI von rechts nach links gelesen natürlich jetzt, heißt nichts. Das ist es nichts und HBH, das HBH alleine heißt übrigens Gegenwart, jetzt, was jetzt da ist. Schieb's schnell weg. HBH. Besitz, Gegenwart, dein Kapital, dein Unglück, aufgespannte Existenz ist Glück. Glück beginnt mit Geld, das ist das hebräische Wort für Welle. HWH ist plus 5, minus 5. Kapital ist es ein todbringendes Verbrechen. Jetzt ganz einfach, das Wort Tod, Tode heißt so viele. Jetzt geht's nicht ums Brechen, sondern das ist jetzt ganz interessant. Dann ist ja hier, wenn mir hier zum Beispiel die Sache um Kapital heißt, ist eigentlich Kapital kommt von kaputt auch im Kopf. Im Kopf sind so viele Gedankenwellen. Versteht ihr? Jetzt langsam erahnst du das. Ob du das jetzt erahnst oder nicht erahnst, ob du das erahnst oder nicht erahnst, das macht dein Filter. Es ist so unendlich einfach, das ist an und für sich, hättest du jetzt nicht dieses Wissen, das dich ständig blockiert, das dich festzuhalten versucht. Dein 13-Jähriger, der nicht zugemüllt ist mit irgendeinem Wissen, wo er sich mühsam rein indoktriniert hat, weil er sagt, das brauche ich, dass ich weiterkomme im Leben. Ist das Einfachste der Welt? Das geht mit allen Wörtern der Welt, das stimmt immer. Das HWH. Jetzt ist es grün, wieder wohlgemerkt übersetzt, der Untergang. Über den Jordan, wenn du gehst. Ich zeige immer wieder dasselbe, das Wort Jordan. IRD. Das ist der Jordan. Das ist aus Israel auswandern, hinunterkommen. Hinabsteigen. Das heißt IRD, Irt. Und Isch heißt Gestaltwerdung. Das Bestehende, das Dasein. Das heißt, wenn ich hinabsteige in meine Traumwelt, wenn ich über den Jordan gehe, das angeblich des gelobte Landes, dann komme ich, wo Milch und Honig fließt. Jetzt muss ich wissen, dass Milch die radigste Milch heißt, das Weltliche. Jetzt komme ich in diese weltlich wahrgenommene Traumwelt. Dann bin ich über den Jordan gegangen und dann fange ich zum Träumen an. Und der arme, wie gesagt, der arme Moses darf ja da nicht drüber gehen. Was heißt, wo der liebe Gott zu ihm sagt, du kannst das alles überblicken, aber du darfst da nicht hineingehen. Das ist wieder die Auslegung der Theologen. Wenn ich jetzt das herhole, ich zeige euch gern, wörtlich im Hebräischen steht, der Blick aus der Spiegelmitte. Du kannst hineinsehen. Wenn ich da bin, kann ich hineinsehen, wenn ich jetzt einen Tetraeder mache in diese Welt. Aber hineingehen kann ich nicht. Weil in der Spiegelwelt kannst du nicht hineingehen, die ist nämlich... Es ist Physik, göttliche Physik. Und da ist die weltliche Naturphysik, dieses raumzeitliche Denken von Trockennasenaffen, ist sowas von überprimitiv. Darum bringe ich mal gerne das Beispiel, wenn ich sage, wenn ich jetzt dich nehme, ich nehme jetzt irgendeinen von euch mit dem Intellekt, den du hast, jetzt deinen. Und das Einzige, was sich verändert, du bist, wenn du aus deinen Augen rausschaust, sagst du, das bin ich und ich mache jetzt, gib dir einen Ameisenkörper. Du bleibst komplett dasselbe, bewusst Geist, wie nennen wir es, ein Verstand, Geist mit Verstand, nur glotzt aus den Armeigen aus und sagst, hey, was ist denn jetzt los? Keine Arme mehr da, dafür, okay. Aber du bleibst verstandestechnisch immer noch dasselbe. Und jetzt gehst du in so einen Ameisenbau rein, ist ja für dich vollkommen neu, trotz deines Wissens und jetzt verglocht den neuen Kumpeln, die du hast, zu erklären, was du alles weißt. Und wenn du jetzt ein bisschen eine Fantasie hast, so ungefähr fühlt sich jetzt der Udo. Also erklärt mir nicht, was Demut ist, wenn einer meinen, der ist großkotzig. Das ist das, was man verstehen muss. Aber das Ganze bleiben jetzt, nicht lass gehen, ich muss eh. Wir haben jetzt das Irdisch. Dann ist natürlich, ich sage das, ich habe es oft erzählt, jetzt gehen wir in die Sprechwörter. Was heißt es, wenn einer sagt, er ist über den Jordan gegangen? Der ist tot. Tod heißt auf Lateinisch so viele. Weil er plötzlich, der eine sich so viele ausdenkt, der meint natürlich nur, es ist bloß einer davon. Was ist jetzt der Unterschied, ob du an dich oder an andere denkst, wenn dein Glaube weg ist? Das eine wie das andere, ob ich an mich denke,
Oder ich denke jetzt an Johannes, ich wechsle nur die Information in meinem Kopf, bloß die Schwierigkeit, ich habe die Logik gesagt, das bin ich und das bin ich nicht. Ich sage immer wieder, das Meer schaut nach oben, das sind Wellen und er sagt, die Welle bin ich und die Welle bin ich nicht. Jetzt merkst du plötzlich, wie kleingeistig dieser Glaube ist, eigentlich geistlos. Und es ist so offensichtlich, in was für Sackgassen euch diese Art zu denken überhaupt einsperrt. Und das kann, ein Gedanke von dir wird es niemals verstehen, das muss der verstehen, der sich's ausdenkt. Der Einzige, der seine Gedanken verändern kann, der Einzige, der einen ausgedachten Menschen verändern kann, jetzt, der ist ja eh bloß eine Form. Das ist nicht der Gedanke, den du dir denkst, der kann einfach, sondern der, der sich's ausdenkt. Jetzt musst du aber noch wissen, dass der Denker, den du dir ausdenkst, plötzlich auch ein Gedanke ist von jemandem. Der Einzige, der das, was der Denker denkt, verändern kann, ist der, der sich in Denker ausdenkt. Jetzt kommen wir schon langsam in einen Bereich, wo es interessanter wird. Und es geht überhaupt noch nicht darum, was du verändern sollst. Erweitern. Immer dran denken, Veränderung ist nicht, ich will das nicht mehr und das andere will ich. Wir wollen gar nichts wegmachen. Wir wollen uns ja vergrößern, im Ganzen darstellen. Aber wieso, wenn das doch auf der einen Seite wieder heißt, der ist über den Jordan gegangen, der ist tot, dann wird das so viele. Da gibt's den ja nicht mehr. Weil der eine nicht mehr einer ist, sondern viele ist. Drum nennen wir das auch, wenn dann über den Jordan gehen, der ist, leider ist mein Mann verschieden. Weil jetzt plötzlich viele verschiedene ist. Aber Ski Eden ist doch das Geschenk des Paradieses. Weil Ski nämlich Geschenk heißt. Es ist immer wieder so eine Sache mit, der ist nicht zurechnungsfähig. Das sagt nur ein Logiker. Das heißt, wenn er mit was konfrontiert hat, wo er mit seiner Logik nicht anfassen kann, ich in meiner Logik habe ja viele verschiedene logische Systeme. Ich denke mir jetzt an einen Computer, der zwei logische Systeme hat, zwei Programme hat, PDF und Word, Textdateien. Ich kriege eine Datei, eine Dot-Datei und dann sagt der Computer, das, die ist nicht zurechnungsfähig. Weil ihm das entsprechende Programm fällt. Dann bist du zwangsläufig, wenn du nicht zurechnungsfähig bist, bist du verrückt. Du bist aus einer Normierung, ich sage immer, normal, normiert, ist eine Grenze, ist ein Gefängnis. Jetzt in Allmeta-Denken habe ich diese schöne Metapher kreiert, das Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Das göttliche Gefängnis. In mein göttliches Gefängnis wird jeder eingesperrt. Ist übrigens, die Zellen sind sehr groß. Es ist ein ganzes Universum. Es ist deine Traumwelt. Es ist deine Traumwelt, in die du dich zurzeit eindenkst. Das ist mein göttliches Gefängnis. Aber wir bleiben mal in der Größenordnung eines Zimmers. Zimmer, Z ist Geburt im Meer. Im hast du ja schon selber Meer. Und dann kann ich hier... Ach, das ist wieder. Schau, das ist jetzt ein Gedanke und ich weiß in eurer Aufnahmefähigkeit, der Heiko würde jetzt sagen, da brauche ich ja 2 Stunden, um das hochzuladen. Also lassen wir es gleich, so viel Zeit haben wir noch mal. Spaßiges. Wir hören uns den einmal schnell an. Es gibt die These, die insbesondere in der Linguistik, aber auch in der Philosophie, aber stärker zuhören, in der Linguistik bitte. Bekannt geworden ist durch Linguisten. Der ist jetzt noch sehr, sehr harmlos. Da geht es mal mehr um die, was er spricht. Das ist die Sprachabhängigkeit des Denkens, das behauptet worden ist. So wie wir denken oder wie wir denken, das hängt ab davon, welche Sprache wir sprechen. Also, dass Leute, die in verschiedenen Sprachen aufwachsen, dann auch unterschiedlich denken. Das ist die Behauptung. Also, es schwingt im Hintergrund, sagst du mal, der Tenor des materialistisch-darwinistischen Weltbildes. Zeitlich. Lass mal gelten, es muss dir aber bewusst werden. Die es da gibt. Und die Behauptung werde ich hier nicht in aller Breite behandeln, sondern ich werde nur bei einem wirklich winzigen Teil Ihnen zeigen, wo tatsächlich, ohne dass ich das verallgemeinern möchte, wo tatsächlich die Sprache, die man spricht, auf die Philosophie direkt einen Einfluss hat, nämlich einen Einfluss darauf hat, wie sie bestimmte philosophische Fragen überhaupt konzeptualisieren und dann artikulieren. Und ich beginne ganz harmlos, dass Sie 3 Sätze einfach anschauen sollen. Der 1. Satz, ich weiß, dass Paris in Frankreich liegt. Der 2., ich kenne Peter. Und der 3., ich kann Fahrrad fahren.
Wenn Sie danach fragen, was könnte interessant sein an dem Zusammenhang dieser Sätze, ein interessanter Bezug zwischen diesen Sätzen ist, dann kann man sagen, da besteht eigentlich kein offensichtliches philosophisches Problem. Also allenfalls, dass das ein Ich ist, dass da irgendeiner Ich, der weiß dann was, der kann was, der kennt jemanden und der kann was. Also und irgendwie hat dieses Ich drei verschiedene Kompetenzen, Wissen, Kennen und Können. Und da kann man sich fragen, wie kann das Ich sowas? Also Sie können bezüglich dieses Ich so ein bisschen sich fragen. Und das wäre das, was, wenn man als Philosoph jetzt diese drei Sätze anschaut, einem vielleicht in den Sinn kommt. So. Und wenn Sie das Ganze jetzt aber auf Englisch machen, genau das Gleiche, dann sieht die Situation eben anders aus. Denn dann heißt es, I know that Paris is in France, I know Peter, and I know how to ride a bicycle. Und dort sehen Sie, wo im Deutschen drei verschiedene Wörter, kennen, können und wissen, vorkommen, kommt hier immer dasselbe Wort vor, no, no, no. Und da ist natürlich die Frage, dass Sie in diesem Fall nicht nur einen Zusammenhang zwischen den Sätzen bezüglich dieses Ich. Man beachte, das K als Vorsilbe. Heißt ja wie. Was heißt now Englisch? Kann man lassen. Existenz einer aufgespannt, das ist jetzt die kreisende Waff. Jetzt kann man, wie war das nochmal? Das steckt da drin. Und das passiert jetzt. Das Englisch ist jetzt. Das hat jetzt mit dem nichts zu tun, aber da das nur jetzt sein kann, das ist wie jetzt und es ist wie eine Existenz. Ich kann natürlich auch hier Folgendes machen, dass ich die ersten zwei Buchstaben, dann kenne das Fundament. Und kennt das Fundament nochmal, F unter heißt die Facette einer Welle, unter ist ment, mendior, heißt über etwas, etwas, et heißt augenblickliche Erscheinung, WAS, doppelt aufgespannte Schöpfung von Raumzeit, etwas über U mit zwei Pünktchen drüber, BR Polar erweckt, im Erwachten kann ich lesen und Lügen verbreiten, weil das nur, ich verstreue es in dieser Ebene in Vergangenheit und Zukunft. Also dieses Subjekt, was da irgendwas kann oder weiß im Deutschen, sondern dass es hier natürlich was gibt, dass es so aussieht, als sei das ein und dieselbe Sache, nämlich ein Knowing. Und da gibt es eben ein Knowing That, ein Knowing X, also diesen Peter hier, und ein Knowing How. Aber es ist alles ein Knowing, einfach dann mit anderen Präpositionen. Und Sie sehen das natürlich, man wenn man jetzt diese Sätze anschaut und sich fragt, ja. Die Sache mit Reden, warte, kannst du Film machen? Und ich sage, der ist jetzt harmlos. Die Erklärungen gibt es übrigens dann auch im Deutschen. Das ist immer diese alte Geschichte, wo es heißt hier, die Eskimos haben so und so viel Wörter für Schnee oder für Eis, wo wir eigentlich nur eins haben. Das Ganze ist bei uns hier, wenn du Lieben sagst, das Lieben kann ich aufteilen. Das, wenn ich jetzt Liebe sage, wenn ich das feiere, ich mag, ist was anderes wie ich liebe. Das ist eine feinere, eine kleinere Form. Das heißt, die Ausdrucksweise im Deutschen ist sehr, sehr präzise. Jetzt tun wir was anderes herholen. Den kann ich spielen, das Video. Dass das gespart war, da bin ich wieder abgeglitten. Da wir uns jetzt in der Welt befinden, ich nehme mir mal einen bloß vom Heiko, der hat ja das Problem, wenn ich jetzt was mache und da ist ein Video drin, wenn er das jetzt hochlädt, das ist ja alles ein Konstrukt, das sind ja nur Gedanken. Jedes Wort, das ich spreche, tauscht ein Bild in dir aus. Dann wird es permanent gesperrt, weil ich hätte den Schutz mittlerweile. Wir sind ja so unendlich frei. Das ist immer wieder die ganzen Beschreibungen. Wir haben freie Meinungsäußerung in Deutschland. Das ist ein ganz kleiner Paragraph. Aber es ist wie in der Werbung, es ist ein kleines Ständchen dabei. Und lesen Sie nicht das Kleingedruckte. Sie machen sich bloß die Augen kaputt. Das ist, weil schon der Paragraph alleine mit den Zusätzen, wo man das aushebelt, ist mittlerweile ein Witz. Das allergrößte Witz ist die Demokratie. Demokratie ist eigentlich, im ersten Moment heißt es freie Meinungsäußerung, du darfst alles machen, bloß nicht irgendwas gegen die Demokratie sagen. Das schützt sich selber. Und ich kann nur sagen, deine Vergangenheit ist etwas, das dein Programm macht. Also lass uns nicht diskutieren, ob es jetzt KZs gegeben hat oder nicht gegeben hat. Du wirst stochastisch gedacht, das beschreibe ich in Physik in Null und Gottes, letzten Endes das Glauben, was dein Programm dir vorschreibt und das konntest du dir nicht raussuchen. Ich sage schlichtweg und einfach, es gibt gar keine Vergangenheit, darum bin ich kein KZ-Leugner oder sonst was. Wenn jetzt Hitler den Krieg gewonnen wären, dann wären die Amis die Bösen oder wer nach dem. Und das ist zu allen Zeiten noch nie anders gewesen. Immer wieder, wenn ein Krieg gewinnt, wird als erstes die Vergangenheit verändert. In Bezug auf das, was der Verlierer geglaubt hat. Was für ein Verlierer richtig war.
Ich erkläre ein Prinzip, ich kritisiere nichts. Das passiert in deinem Kopf, überprüf deine Geschichte, die in dir auftaucht, wenn du in deine Geschichtsbücher gehst, die niemals in der Geschichte waren. Das ist Geschwätz vom Zweiten. Nochmal, der Zweite behauptet Sachen, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Und wenn du jetzt meinst, die Überprüfung besteht darin, dass ich in ein Buch reinschaue, zeige ich dir 1000 Bücher, wo das genaue Gegenteil drin steht. Ich zeige dir Bücher, wo behauptet wird, wissenschaftliche Bücher, dass es an Jesus von Nazareth niemals gegeben hat. Er wird in keiner angeblich weltlichen Schrift erwähnt. Am Pontius Pilatus hat es gegeben, unter Nero. Aber wie unterscheide ich jetzt, ob jetzt das wissenschaftliche Schriften sind oder ob das Humbugschriften sind? Selbst hier die sogenannten Nakamadi-Schriften und so weiter und so fort, wird kein Jesus, es wird der Messias, wird erwähnt, aber kein Jesus von Nazareth. Aber wer definiert jetzt, wenn du ein Fetzen Papier hast, wo das herkommt? Ja, man kann doch überprüfen mit irgendeiner Methode, wann diese Atome entstanden sind. Jetzt sind wir schon wieder in der allergrößten Lüge, die es überhaupt gibt. Die dir dann auch aus einer Haarschuppe oder einer Haarspitze, aber es ist doch, bitte ich recht schön, sagen dann die zu mir, in jedem Krimi, das weiß doch jedes Kind, dass mittlerweile, wenn die eine Haarschuppe oder was finden, wo die sofort feststellen können, wenn sie von dem Täter eine Probe nehmen, dass der das war oder nicht. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und wenn du dann wirklich einmal nachforscht, wirst du dann eine Erklärung kriegen, mit der du zufrieden bist. Und wenn du dir mal geistreich anschaust, wirst du wieder feststellen, es baut auf Glauben auf. Wenn du mal weißt, wie machen die jetzt das, dass die aus einem kleinen Hautschüppchen und einem Fingernagel, wo man gefunden hat, eine andere DNA und einen Fingernagel gefunden, weil die den Vergewaltiger gekratzt oder den Mörder gekratzt hat. Wie machen jetzt die das, dass sie dann, sagst du mal, diese DNA, die so unvorstellbar klein ist, dass man sie mit eigenen Augen nicht sehen kann, die können mir das alles beweisen, bloß das, was sie mir zeigen, ist nicht das, was ich dann noch frage. Zeig mir, dass die Erde eine Kugel ist. Ich will sehen. Steht in der Schattenfrau, egal was du mir zeigst. Soll ich jetzt Erde eingeben? Schauen wir es uns an. Da, schau her, ist doch kein Problem. Moment, bin ich jetzt denn? Ha! Wollt ihr mehr haben? Es sind Bilder. Es sind Bilder. Und dann, wenn die nicht mehr, wenn ich jetzt welche habe, die mit aller Gewalt nicht aufgeben wollen, dann kommt dann der absolute Rumpf. Ja, aber die Astronauten haben es doch gesehen. Astronaut ist jetzt ein Geräusch, oder? Sag mal bitte zu einem Chinesen, nein, wir machen es mal anders. Nehmen wir mal ein Baby und sag Astronaut. Jetzt, wenn du Astronaut, wenn das Geräusch, es hängt, die Geräusche werden zu Vorstellungen, abhängig, wer du zu sein glaubst. Und was für eine Vorstellung löst das Astronaut in dir aus? Das ist ein Chat, das ist ein Ordner. Ja, irgendwelche Trockenausdaffen, die in Raketen reinsteigen, hochfliegen und das dann sehen. Es wird immer so sein, ich will, dass du es mir zeigst. Dass diese sind, es sind logische Konstrukte, es sind Märchengeschichten, es sind alles, die Photonen, die durch den Raum fliegen mit Lichtgeschwindigkeit, sind Märchengeschichten. Jetzt hätte ich einen riesen Bock, euch drauf die Einstein-Formel nur zu zeigen. Da schlacht euch als allererstes einmal eine dicke, fette Wurzel an. Eine dicke, fette Wurzel. Und da musst du jetzt gar nicht mit Arroganz in der Einfachheit, das zerlegt alles. Jetzt, wenn ich aber einen Professor habe, den ich mir ausdenke, der wird übrigens so sein, wie ich mir denke, wenn du studiert hast und dann dich hochgearbeitet hast, dann an Uni. Es ist schlichtweg und einfach, es ist wie in der Politik, du musst es ist halt so. Das ist, dass du dich hocharbeitest und einen gewissen Status hast, dann hast du die Sorgen her und dann ist das mit Mühe verbunden und jetzt kommt einer und der erklärt dir, dass alles, was du gemacht hast, war umsonst. Das ist wie wenn du dir den Arsch aufreißt hier 30 Jahre, weil du dir ein Haus kaufen willst und sagst, ich mache keine Schulden, du hast jede Mark auf die Seite, darbst, baust das Haus und dann kommt einer und zündst dir an. Jetzt habe ich 30 Jahre umsonst gearbeitet. Das waren nicht deine Freunde, glaubt es mir. Das ist wie bei der Bundeswehr, wenn ich gesagt habe, hier, mein Name ist Patcher, Dienstgrad sehen Sie ja. Hier in der Kompanie nennt man mich auch Terror-Patcher. Freunde habe ich leider keine. Das ist also hier die große, im ganzen Denken, du hängst so fest, also glaub mir, wenn es dir scheiße geht, der Einzige und den es schlecht gehen kann, ist nur der Geist, der träumt. Nur ein träumender Geist erlebt den Traum.
Figuren in einem Traum sind einfach nur ein Kommen und Gehen von Gedankenwellen. Das heißt, du wirst, um absolute Liebe werden zu können, musst du zuerst einmal vollkommen lieblos werden in Bezug auf deine Gedanken. Weil Gedanken sind Push, das ist ein Pups in deinem Kopf. Und wenn das der liebste Mensch ist, und jetzt kannst du zwei Seiten machen, wenn ich immer sage, ich würde mir für meine Frau die Hand abhacken lassen. Und was mir man vorgeworfen hat, ich habe übrigens, weiß jetzt nicht, wer das war, Almener-Vorträge, ganz in die ersten Almener-Vorträge, da stellt sich der Udo ja hin und hat gesagt, wenn es das Telefon bei mir daheim klingelt, Brösel-Ebene, und die Polizei ist dran und sagt, Herr Petsch, es tut mir leid, die Frau hat einen tödlichen Unfall gehabt, soll ich das mal so verstehen, als ob ein China Fahrrad umfällt. Das ist aber in der Ebene die eine Seite. Ich würde mir für meine Frau die Hand abhacken lassen, ohne mit der Wimper zu zucken, auch für dich, Inge. Für jeden von euch, weil ihr meine Körperglieder seid. Jetzt rede ich als eine höhere Ebene. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber jetzt kommt die Geschichte, die habe ich jetzt nicht gemeint. Und irgendwer sehe ich einmal ganz, ganz früh, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich mache jetzt bewusst ein raumzeitliches Denken. Ich denke mal bewusst jetzt was in der Vergangenheit, das eine wahre Geschichte ist, wenn ich in dem Uderbuch zurückblätter. Und der hat irgendwie so wie Bodo, ich weiß nicht, was hast du früher gemacht, so Hein, hast du auch in deiner Zeit schon gehabt, glaube ich, oder? Der hat ein Buch geschrieben, ist wurscht, wie er heißt. Weil ich zufällig immer schaue mit Holo-Feeling, früher habe ich das gemacht, jetzt nicht mehr, durchgerastet ist irgendwo, dass irgendwer auf einer Seite einer was von Holo-Feeling schreibt. Mittlerweile überhaupt die letzten 10, wann kommt was, das, jetzt ist der Gematrie-Explorer mittlerweile drin, das ist gar nicht seit in meiner Welt. Ist Redos Welt übrigens, gell? Weil er das macht, darum ist das auch meine Welt, ist gar nicht mehr. Holo-Feeling ist nur, wenn du Holo-Feeling neue Einträge von Google suchen lassen, sind höchstens, dass immer Gematrie-Explorer ist. Oder dann irgendwelche ausländische, jetzt bewusst raumzeitlich gedacht, die sammeln Suchmaschinen, die irgendwelche freien Dokumente sammeln. Gut, und da hat irgendeiner bei Holo-Feeling, sehe ich plötzlich irgend so Psycho-Heilpraktiker, der hat ein Buch geschrieben, natürlich Selbstverlag, ich weiß nicht mehr, wer es war. Und der bringt genau, der war in dem Vortrag in Almenau. Und er sagt hier genau, was er lange geschluckt hat, diese Lieblosigkeit von den Menschen, bis er dann wirklich angefangen hat zu begreifen, dass das die Liebe ist. Weil es ist ja immer wieder die Sache, wann in dem Moment, wenn ich die absolute Einheit bin, ich beginne das Leben, beginnt mit der Schizophrenie Gottes. Das Leben beginnt mit der Schizophrenie der Energie. Schizophrenie heißt gespaltenes Bewusstsein. Ich muss einen Unterschied schaffen. Der immer ist, wenn alles nur mehr ist, immer mehr ist, unendlich groß, raumzeitlich gedacht für eure Vorstellung, ist nichts da. Ich muss einen Unterschied schaffen. Jetzt mache ich die Metapher mit der Welle, setze ich ja zuerst einmal nur einen Strich, das ist ja nicht immer, ist ja keine unendliche Größe, ein Strich, und ich mache dann die Rakia teilt das Meer in ein Oberhalb und in ein Unterhalb. Um euch das klarer zu machen, aber ihr könnt nur dreidimensional Bilder vorstellen, sage ich einfach immer, wir denken uns jetzt einmal, Wasser ist H2O, Flüssigkeit, und jetzt kommt diese Trinität in den drei Aggregatzuständen. Das heißt, wir können einen Unterschied machen, ohne was zu verändern. Das ist die Sache mit meinem Eiswürfelfisch. Pass auf, du denkst dir unendlich vielen Raum, der nur voller Wasser ist. Das symbolisiert den Geist. Aber dieser Geist hat drei Aggregatzustände. Und wir machen jetzt eine kleine Zone, ein Quadratzentimeter, ein Kubikzentimeter, kleinen Eiswürfelfisch. Das heißt, genau in dem Bereich, erstatt das Wasser, nimmt einen anderen Aggregatzustand an. Das heißt, von einer Sekunde auf die andere, da steht übrigens Denken über mein Denken drin, das Beispiel, auch eine Schrift von mir, erstatt zu einem Eiswürfelfisch. Und jetzt habe ich einen Unterschied zwischen Wasser und Wasser, obwohl es dasselbe Wasser ist. Wenn ich jetzt diesen Eiswürfelfisch also erstarren lassen kann in dem Wasser drumherum, ich spreche mal wissenschaftlich, ich füge kein Molekül, kein Atom hinzu und lasse keinen Zweck. Ich tue nur in einem gewissen Bereich, den ich mir vorstelle, ändere ich den Aggregatzustand. Und jetzt habe ich einen Unterschied zwischen dem festen Wasser und dem flüssigen Wasser. Ich kann jetzt dieselbe Menge Wasser schlauchartig gasförmig machen und dann wird ein Hohlraum entstehen. Der ist zwar dann immer noch voll Wasser, Dampf, nicht einmal Dampf, sondern gasförmig. Das ist natürlich zwangsläufig ein Raum erzeugt, der aber nur in einem Traum existiert, weil alles, was ist, ist in diesem einen Punkt. Das ist der Tetraeder, schon der Tetraeder, wenn ich mir diese vier Spiegel ausdenke. In dem D-Dreieck, ich nenne das immer D-Dreieck, da muss man wissen, D ist ja gematrisch die 4. Und 3 heißt Spiegel, RAI geschrieben.
Wenn ich jetzt rot lese, heißt es der Kopf des Schöpfergottes. R-A-I, Kopf des Schöpfergottes. Und dann, wenn ich jetzt das D mache, ich oft in die Schriften, in der Physik mache ich ein griechisches D hin, was sehr wichtig ist, und dann sehe ich ein Dreieck. Aber gematrisch ist das griechische Delta. DL heißt die Öffnung einer Welle, die aber vier Phasen hat, wenn ich einen Einheitskreis nehme. Und da wirst du merken, dann greife ich lieber auf physikalische Formeln zurück, weil die schon mal abstrakt sind, aber im Prinzip ist es wie wenn ich in Sprachen umrechne. Und das ist ein Wissen, es wird einer, der meint, er hat mit der Welt, die er sich auslegt, nichts zu tun, überhaupt nicht begreifen. Jetzt brauche ich auch die Sprachen. Wir machen nochmal, Moment, den können wir jetzt kurz reinlegen, weil das Geschwafel ist alles auch in, nochmal, egal was auftaucht, das hat einen Sinn. Das betone ich immer wieder, du wirst nie hören, es ist ein Baselstich, es ist wichtig, aber für dich zum Wachwerden nützt das gar nichts. Das können wir da machen, Moment. Den machen wir. Der sieht doch schön aus. So. Schöner Satz. Bleib mal im Deutsch bloß. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Rei. Immer dran denken, das E, Elef ist auch ein Alef, ist eine Eins. Des Reiches Gottes, Gek, eben. Gek ist eben. So, jetzt machen wir mal aus dem Deutschen, jetzt deuten wir das einmal. Wir machen Gek ist 3-3. Das ist übrigens hier die Geschichte. Das heißt Dach. Die Dachterrasse, ein Flachdach. Jetzt ist alles ist ausgedacht. Ausgedacht. Wichtig ist, dass 3,3, siehst du das, wenn ich das zusammenschiebe, kann ich hier Dezimalzahl draus machen, dann mache ich 3,30. Das ist dann 3,30. Und dann kriegst du hier, jetzt hast du mal das Hebräische für Welle und das hast du auch eine Haufe. Das ist übrigens in der Physik das Teilchen-Wellen-Phänomen. Das ist immer die Welle und die Haufe, das Teilchen von Haufen. Dann ist es auch Code, das heißt wie ein Zeichen, Ott heißt Zeichen, kann auch Zeit heißen, Zeit wiederum. Da muss man jetzt wissen, die 70, dass die alle Vokale auch nicht mehr kann hier, das habe ich so oft erklärt. Da müsste ich jetzt reingehen, wenn du Phonologie studierst, Riesenfachgebiet, du glaubst gar nicht, was man alles studieren kann in deiner Traumwelt, was da Wissen da ist. Da wird das Ganze, die Phonetik, wenn du die Phonetik studierst, da wird dir genau erklärt, mit welchen Sprechwerkzeugen das entsteht. Aber keiner weiß, wenn du ein Fachidiot bist, weißt du es nochmal. Und wenn, wieso ist jetzt das A alle Vokale? Ich sag's euch nochmal, A, E, das ist jetzt nur das U, wird ganz selten gemacht, das ist aber prinzipiell alle Vokale. Nochmal, ganz einfach, hör zu, auch wenn ihr schon gehört habt. Das A ist ein Konsonant im Hebräischen, aber Konsonant sind ja K. Und dann wird dann, wenn wir jetzt ins Sanskrit gehen, wird dann noch genau gesagt, weil das heißt, es ist ein Kehlkopflaut, ein Gurallaut, es ist ein nasaler Laut. Und jetzt ist es, dass A ein Konsonant ist, und zwar ein lautloser Konsonant. Wie muss ich mir das vorstellen? Darum beginnt ja auch die Dora selber mit einem B, weil A ist ja nicht denkbar. Das eine, sobald ich mir eins denke, brauche ich, wie wenn ich ein H schreibe, ich brauche einen Unterschied, ich brauche einen Hintergrund. Das ist nur das Öffnen des göttlichen Mundes. P heißt Mund und P heißt auch BH, heißt auch hier. Das ist auch dasselbe Zeichen, ist das hebräische Wort hier. Also dasselbe Wort, so wie Krebs Standzeichen ist und die ist. Man hängt vom Hintergrund ab. Das heißt, ich mache den Mund auf. Das ist das Öffnen der Schöpfung. Du musst es einmal selber spüren. Und jetzt, pass auf, jetzt gleite ich durch. A, E, O, U, B. U, B macht das Ganze wieder zu. A, E, I, O, U. Die 70 ist auch der zweite lautlose Konsonant. Das ist ein sogenannter Gutturallaut, das ist dasselbe. Was ist jetzt mit dem? Wenn du das einmal beobachtest, das ist innen ein öffnender Gurgel. A, E, I, hinten. Ich kann das gleiten machen, aber normalerweise, wenn du die nacheinander stößt, A, E, I, O, U. Du musst hinten öffnen, dass du dasselbe Prinzip, das ist das Öffnen innen. Drum ist es Dalet, das als geschriebenes Wort Tür heißt, das deutsche Wort, schaut immer wieder,
Das ist jetzt übrigens eine Kindergartensprache. Das ist jetzt runter rationalisiert, dass ihr das versteht. Das Zeichen heißt Dalet. Das ist jetzt ein ganz klar erklärbares Zeichen. Das ist das weiche D, sag ich einmal. Wenn ich das eingib, da steht jetzt Dalet. Dieses Zeichen nennen wir Dalet, weil es wäre ja eigentlich als Laut nur okay? Übersetzung Dalet für der Buchstabe des hebräischen Alphabets, Zeichen der Zahl 4. Das ist immer der äußere Wert. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, was das heißt. Wichtig, wenn man das einmal kann, dann ist es schon eine komplexere Form der Grammatik. Wenn ich jetzt das Zeichen Dalet selber schreibt sich aber ausgeschrieben. Siehst du? Dieses Zeichen heißt Dalet und so schreibt man das hin, aber als Wort geschrieben heißt es Tür. Wenn ich jetzt das Wort Tür, das ist die Tür und eine Tür kann offen sein und die kann zu sein. Das ist dahin, das Auf- und das Zumachen, weil die Tür ist innen, wir können jetzt natürlich noch mehr meine Hausen, eine Haustür, die meinen wir, wir schauen zuerst einmal, wir sind ja noch in dem Haus. Diese Tür, wenn ich jetzt das Wort wiederum rückübersetze und ich mache hier dann hebräischen Zeichen, wir machen T, U, R, jetzt kriegst du die Reihe. Das ist die Reihe, das ist die Spiegelwahrnehmung. Das sind diese zack, 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 zack. Die sind übrigens sehr durchsichtig. Das ist immer wieder, wenn ich jetzt Experimente mache ein, du musst dir vorstellen, dass diese Reihe in der Achse, du weißt, was ich meine, wir sind jetzt Vergangenheit haben wir weggemacht, das haben wir weggemacht. Jetzt schmeißen wir das in den Punkt zusammen und jetzt habe ich in unserem Spiegeltunnel, wenn ich der Punkt bin, immer noch was vor mir. Du denkst jetzt einfach mal, das Chat, das ich in mir habe, der Gedanke der Kollektion in mir ist das Fernsehprogramm. Und jetzt habe ich das erste ARD, ZDF, RDL, bla 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 bla. Jetzt steht jeder Spiegel, der hier rausgeht, aus dem Programm, aus dieser Kollektion, die ich jetzt vor mich hinstelle, die aber alle da drin sind, das nenne ich jetzt Programm. In dem Moment, wo ich jetzt hier, ich kann jetzt reinziehen und ich kann jetzt ihn anschauen, ihn in Heiko anschauen. Sobald ich den Heiko anschaue, ist er nicht mehr da. Selbst wenn du den im Fokus hast, das ist dieses Spiel, wo ich so oft gemacht habe mit Leuten, schau mal, da habe ich jetzt da keine Aussicht, ihr stellt euch einfach mal mit, normalerweise, stell mal bitte Johannes kurz auf, probier das daheim auf, du nimmst den Finger, ich sage jetzt, wie es geht, du nimmst den Finger und du schaust, dass in der Flucht der Finger ein Fenster, dann meinetwegen ein Haus und hinten der Wald ist. Das kann ich hier nicht. Bleib, nein, nein. Nur wenn du schaust, kann ich hier einen Finger machen, das Fenster, dass die ungefähr in einer Linie gehen. Und wenn ich jetzt sage, schau mal auf den Finger und schau die Babbel, die was auch immer an. Okay. Es ist verrückt, ich habe im Kopf, aber wenn ich dann, ich krieg's nicht raus. Ich fange zum Katzen an. Ich sage, ich bin ein Schwätzer, auf mich hört der keiner. Wenn du da jetzt hinschaust, pass auf, du schaust jetzt da hin. Und ich sage, fokussierst du dich da drauf? Und ich sage, jetzt schau mal auf den Türgriff, auf den Fenstertürgriff. Und schau mal genau jetzt, wie der nach hinten geht. Jetzt schau rechts vorbei und schau dir die Blätter an. Und wenn es dann jetzt da ein Bäumchen steht und schau ganz hinten an den Wald, am Waldrand, wo ist der Finger, wo ist der Finger? Und dann wirst du feststellen, wenn du dahin dich fokussierst, der löst sich komplett auf. Und das ist das Problem, wenn wir die Reihe haben, ist alles hier. Und ich habe jetzt eine illusionäre Reihe, die ganze Information ist hier. Und sobald ich jetzt muss ich natürlich den Winkel erwähnt verändern, aber wenn jetzt die in einer Flucht sind, wenn ich jetzt meinetwegen schaue, ich kann jetzt da hinschauen, was er gerade war, dann hat er die Tür, dann kann ich hin das Fenster anschauen, dann kann ich, wenn der hin euch kurz rumdreht, dann kann ich zum Beispiel auf dem Waldrand, wenn es weitergeht, und ich war immer nur das, wenn ich sage, schau auf den Finger, weil ich meinen Blickwinkel verändere in der Vorstellung. Wenn ich ihn anschaue und ich mache jetzt hier den Blickwinkel nach hinten oder ich mache den so oder so, auf meiner stellt euch mal vor, ich hätte jetzt eine VR-Brille an. Gut, dann habe ich jetzt hier ein Bild und hier ein Bild. Das ist ein statisches Bild. Aber der Witz ist, ich fokussiere ja auf der VR-Brille noch was an. Da muss dahinter noch mal eine Schicht sein. Drum ist auch die VR-Brille eine sehr, sehr grobe Metapher. Das habe ich in Selbstgesprächen gesagt, dass ich sage, schau zum Beispiel die Tastatur an, ihr denkt einfach mit. Du schaust dir das, vielleicht kann man groß machen. Gesetzlich geschützt. Was muss man da gesetzlich schützen, ihr Deppen?
Also, du kannst nichts mehr machen. Heike, ich sag das, irgendwann müssen wir mal dein Programm umschreiben. Ich kann das jetzt fast nicht großstellen. Ja. Vergiss es. Ich wollte es ganz flächig haben. Es ist, wenn du da vor der Tastatur sitzt und du schaust die Tastatur an, dann hast du die Tastatur, ist komplett in deinem Blickfeld. Ich mache es jetzt einmal so. Ich stelle euch einfach vor, du kannst es selber machen. Ich habe auf der VR-Brille hier, sehe ich jetzt in einen Raum rein, der da außen gar nicht ist. Ich baue auf zwei flachen Bildern das auf. Und ich kann jetzt, ohne dass ich den Inhalt der VR-Brille verändere, kann ich meinen geistigen Inhalt verändern. Indem ich jetzt meine Augen, die dahinter sind, aber die Augen symbolisieren, komm gleich dazu, die dahinter sind, kann ich einen Winkel einstellen. Ich schaue ihn an, ich schaue zum Heiko hinter, ihr könnt euch das vorstellen. Ich schaue den Peter an, die Margot an, die Ariane an, jetzt rutsche ich wieder rüber zum Johannes. Wenn ich den Kopf nicht bewege, ändert sich das Bild auf der VR-Brille überhaupt nicht. Das heißt, ich habe die VR-Brille und zwei Augen dahinter, die nur einen kleinen Bereich haben. Bei einer Tastatur ist, du sitzt vor der Tastatur und den Kopf zu bewegen, ich sage, schau die Taste Q an. Dann schaust du hoch und dann siehst du plötzlich, dass auf der Taste Q noch ein Zeichen mit drauf ist. Habe ich oft gesagt. Dann frage ich, was ist das für ein Zeichen? Da sagen die meistens, es ist das Ad, wo die Internetadresse eingeben wird. Wie nennt man das noch? Klammeraffe. Der Buchstabe Q auf Hebräisch ist es Kof, das schreibt sich Kof und es ist auch wie das Dale, die Tür ist, ist das Kof der Affe. Jetzt frage ich mich, ist es Zufall, dass die genau den Klammeraffen auf das Q drauf machen oder haben das vielleicht Juden gemacht? Es wird so sein, wie ich glaube, dass es ist. Es hat in der Vergangenheit überhaupt keiner gemacht. Das, was du dir denkst, habe ich gemacht und das ist in dir drin. Und das habe ich nicht vor Äonen gemacht, sondern das ist, du musst weg von dem zeitlichen Denken. Das können wir übrigens mit allen Tasten machen. Wenn du zum Beispiel jetzt hier auf die Taste schaust, probiert es aus, wo du die Plus-Taste habt. Da sind drei Zeichen drauf. Was ist auf der Plus-Taste noch drauf? Nein, die Plus-Taste. Kann ich es noch? Warte doch mal, wir müssen doch. Wir machen mal, vielleicht schaffe ich ein kleines. Bild kopieren, Bild speichern, das gibt kein Bild. Nein, das gibt kein, das gibt's nicht mehr. Aber wir machen was anderes, pass auf, wir machen was anderes. Das ist alles mittlerweile, kannst du die alle aufmachen, jetzt steht, du kannst die gar nicht mehr machen, sind rechtlich geschützt. Was ist an einem Werbebild von einem Prospekt rechtlich geschützt? Nein, ich muss auch mal schauen. Ich tue wieder mein Ding nicht, ich mache doch was anderes, die Bildschirmlogo. Bitte? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Pass auf. Nein, ich bin doch nicht, warte, pass auf, blöd bin ich nicht. Wir machen uns behindert. Moment, Eingabe. Nein, Entschuldigung. Jetzt habe ich wieder den verkehrten Tasten gedrückt. Jetzt werde ich schwenken. Ich zeige es euch, wie ich es mache. Wir fahren auf Zubehör runter und dann machen wir uns behindert. Wo sind da Behindertenhilfen? System, bin ich jetzt? Nein, Moment. Leicht, wo ist er? Da, jetzt so, und jetzt nochmal die Bildschirmlupe. So. Seht ihr, kann man sehen? Gut. So, schaut mal her, was da drauf ist. Da ist ein Pluszeichen, das sieht man nicht. Ich sage euch, wie das aussieht. Plus ist die große Verbindung. Das heißt, das allererste, ihr wisst ja immer die alte Geschichte, wo ich gesagt habe, wenn ich vor Pontius Pilatus stehe, dann ist ja die große Frage, wo viele den Juden noch vorwerfen, dass die hier praktisch schuld sind. Das ist verkehrt. Die Juden haben ja in keinster Weise da was zu tun. Dann könnte ich sagen, das waren die Italiener, die man früher Römer genannt hat. Aber darum geht es mir auch nicht, sondern zur Wahl war gestanden. Gut, ich bin ein Guter, ich habe zwei, die eigentlich nicht verdient haben, dass sie weiterleben, wieso auch immer, das ist dieser Jesus und der Barabbas. Barabbas selber, Bar, das ist übrigens, hat man damals aramäisch gesprochen, nicht irgendwie hebräisch. Bar, das habe ich ein paar Mal gesagt, hier Bar, Jesus spricht aramäisch. Aramäisch ist zwar auch hebräisch geschrieben, und da heißt Sohn heißt Bar, und Abba heißt Vater, Barabbas heißt der Sohn des Vaters. Bar Abbas. Jetzt
kann man zum Beispiel so übersetzen. Und die Frage ist jetzt hier, dass ich das Bar, wenn ich es hebräisch mache, heißt BR, Bar heißt das Äußere, aber. Das heißt, der Äußere. Wenn ich jetzt, aber das habe ich so oft erklärt, was mir wichtig ist, der eine, der wird nach freigelassen und ich muss ja ans Kreuz. Und dann habe ich immer wieder gesagt, das Kreuz, denkst du jetzt, das ist ein Fadenkreuz und da fliegt immer die Patrone rein, Patron ist der Vater. Das ist das Zentrum, wo ich euch die ganze Zeit erkläre. Wenn du zum Vater gehst, musst du genau in dem Punkt dich hinbewegen, wo du eh schon im Meer bist. Du hast es bloß vergessen. Wir machen hier keine esoterische Spinnerei. SB, raumzeitliches Wissen erzeugt Schwellen, logisch berechnete Wellen, das ist SB. Im Inneren, das ist die Spinnerei. Wir machen keine esoterische Spinnerei. Wobei ja die Esoterik innerhalb und die Exoterik außerhalb ist. Das Innerhalb ist nicht das Innerhalb, wo ich sage, sondern das Innerhalb einer Glaubensgemeinschaft. Aber da diese Glaubensgemeinschaften so unterschiedlich sind, kann es nicht das absolute Innere sein. Wir machen keine religiöse Spinnerei, da ist auch das Wort Religion, Religio, heißt ja zurückführen, aber da kommt das Wort, man sagt immer die Rückführung zu Gott. Das Wort Gott kommt in dem Wort Religio in allen Formen gar nicht vor. Es ist wieder zurück zu dem, was du glaubst. Das heißt, auch Materialisten sind tiefgläubige Naturwissenschaftler, sind tiefgläubige Menschen. Alle Religionen, alle Glaubensgemeinschaften haben ihre Satzungen festgesetzt in Büchern. Ob ich das Buch jetzt Koran nenne, ob ich das Buch Bibel nenne oder Dora nenne oder Chemiebuch oder Physikbuch nenne, spielt dabei überhaupt keine Rolle. In den Büchern steht drin, was die glauben mit ihren Vorstellungen. Darum sind Naturwissenschaftler sind die tiefgläubigsten Menschen, die es überhaupt gibt, weil die alles zurückführen auf das, was in ihren heiligen Büchern drin steht. Ob jetzt einer sagt, Adam und Eva, das ist ein Neandertalerbärchen, das im Paradies rumgelaufen ist, oder die Atome, das ist Religion. Gut, das ist das Erste. Was wir hier haben, was ich euch gerade zeigen wollte, ist das hier. Da ist das Pluszeichen, das habe ich gerade gezeigt, und dann ist unmittelbar drüber, weil das nicht vollkommen ist, ist das hier. Und da ist die Schlangenlinie. Und da mache ich jetzt den Einheitskreis draus. So. Drum ist da eine Trinität drauf. Das habt ihr hier. Ich könnte euch jetzt eine Woche nur beschäftigen, warum die Tasten so sind, wie sie sind. Wieso auf der 6 es Unzeichen ist, weil das war verbinden heißt und aufspannen, je nachdem, ob du das rot oder blau lesen tust. Dann kann ich dir erklären, was natürlich ganz halt ist, ist die 5. Mit dem Prozentzeichen, das ist das hier. Meinst du, dass irgendeiner, der das gemacht hat, weiß, was ich sage? Alles, was ich euch erkläre, Holofeeling, ist nicht irgendeiner von vielen Glauben, sondern das Summa summarum, das Zusammenfügen aller Glauben. Wie lange haben wir noch? Dann passt das. Jetzt mache ich nochmal was, was ich ein paar Mal schon gemacht habe. Ein schöner Abschluss. Ach, jetzt habe ich die blöde Bildschirmlupe irgendwo. Ah. So. Ich hätte jetzt, das lassen wir mal nur stehen. Jetzt muss ich suchen, weil man das gemischt hat mit dem blöden Beamer, der hat mir immer mal. Oh, ich glaube, du hast die Welt bloß geschaffen, um mich zu ärgern. Wo habe ich denn hier? So, danke. So. Da ist übrigens, das ist nur unser Finanzamt, da haben wir nicht weitergemacht. Das wollte ich aber nicht, ich mache gleich, das mache ich aber das Gleiche, wenn wir nur 10 Minuten haben, vielleicht hängen wir nur 5 Minuten dran. Nun zum eigentlichen Punkt dieses Schreibens, ihr wisst, ich springe jetzt, wird es ja alles gleich. Das war die ganze Zeit im Hintergrund, wir haben es nicht oben gehabt, im Arbeitsspeicher war das die ganze Zeit. Nun zum eigentlichen Punkt dieses Schreibens, es tut mir aufrichtig leid, dass ich Ihnen Arbeit und Mühe bereite, dieses zu umgehen, lag nicht in meiner Hand und ist schon seit Äonen eine beschlossene Sache einer höheren Instanz. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind Äonen? Ich wollte jetzt das einfach nur lesen, aber wie es das Ganze so will, ist es definitiv, dass ich mir nicht verkneifen kann, das Äon nachzuschauen.
Das ist nämlich, das sind die Ionen. Das kommt sehr oft im Griechischen, im Neuen Testament auf Griechisch geschrieben vor. Das Ion, die in Ionen, das heißt in Ewigkeiten. Zastama heißt dieses Wort Ion. Lebenszeit, Leben. Leben. Okay? Ganz einfach. Da steht normalerweise noch wesentlich mehr drin. Dann B, lange Zeit, Ewigkeit. Kann man richtig übersetzt lassen. Lange, ewig dauern, das sind die Ionformen. Dass der ewig Lebende, Iono, Bios, das Leben, das ewige Leben. Aber was jetzt hier ist, was keiner macht, immer genau zu sagen, dass wir hier das N, wenn du das hebraisieren, ist das N am Ende, steht immer für Existenz, dann ist es eine Io-Existenz. Übrigens, das N sieht ja aus wie ein V im Griechischen. Denkt immer an das Bistabile. Wir brauchen immer zwei N, sonst ist das nicht vollkommen. Darum ist es ein bistabiles N. Da ist das andere immer im Hintergrund. Könnt ihr ungefähr folgen? Der Wechsel zwischen den Buchstaben ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich jetzt hier nämlich zum Beispiel und sprach er zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reich Gottes. Gag ist eben. Merkst du, das war jetzt nur, ich habe nur das Gag und dann klatsche ich das schon wieder auseinander, wenn ich das Wort beschreibe. Versteht das Prinzip, ihr müsst euch nichts merken. Da sind wir gerade gewesen. Ist eben. E, lateinisch gelesen, heißt Ex und Ben heißt eine herausgetretene Ballade-Existenz. Das war das Ausgedachte. Jetzt mache ich es immer so. So sieht ein Giebel aus. Giebel. Das kann ich jetzt vielfältig wieder, da geht's dann richtig los. So, jene aber, die da draußen sind, wird alles in Gleichnissen zukommen. DR, das heißt die Öffnung einer Berechnung. Schauen wir das ganz kurz an. Die Öffnung einer Berechnung. Das ist die Generation, die Generationen. In der Bibel wird es übersetzt, Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn. Aber jeder Sohn taucht jetzt auf. Alles logisch? Das sind die Generationen. Wohnen, du wohnst praktisch im Zentrum dieser Spiegelungen. DR heißt außen, DR außen. Außen schreibt sich ja A, U und scharfes S. Aber das scharfe S sieht doch aus wie ein griechisches Beta. Das griechische Beta machen wir jetzt ein Beta draus. Entschuldigung, den muss ich wegmachen. A, U und da machen wir jetzt das griechische Beta vorstellungstechnisch. Dann haben wir A, U, B und jetzt haben wir hier die Beschwörungskunst von Totengeistern. Diese Beschwörungskunst, das passiert nur, wenn ich aus dem S, aus dem scharfen S, das haben wir zum Beispiel, wenn ich sage, ich weiß. Mein Wissen ist das Wissen meiner Logik und da steht das Vibe dafür. Da muss ich das scharfe S zu einem B machen. Okay? Jetzt ist es, das ist die Beschwörungskunst. Warum griechisch? Ganz einfach, weil das Wort griechisch GR, das heißt, das ist einmal fremd, das erscheint dir fremd, das ist ein Reisender, es wird normalerweise ein Fremder, der in einem anderen Land, in einer Gemeinschaft sich aufhält. Du bist nicht mehr ein Kind Gottes, sondern du bist jetzt plötzlich entweder ein CSUler, ein FDPler, ein Türke, ein Moslem oder sonst was. Hast auch der in der Fremde übernachtet und das sind die, die über den Jordan gegangen sind, die irdisch geworden sind und plötzlich verschieden sind, weil es lauter Tote sind. Lass die Toten ihre Toten begraben. Merkt ihr jetzt, dass das Deutsch plötzlich komplett in einen Kontext der Heiligen Schriften reinhaut, was nichts zu tun hat, was euch irgendwelche Theologen oder Prediger oder Theosophen oder Theologieprofessoren erzählen, weil die alle raumzeitlich denken. Ich erkläre euch den Matrixcode, wie Bilder entstehen, in welchem Hintergrund es passiert. Und jetzt geht man nur, dass ihr das immer mehr ahnt. Das ist so ein, du hast jetzt einen Stand, wenn jetzt nichts, einige von euch, den hat der Rido vor 20 Jahren gehabt, wo er neugierig geworden ist. Und den Rest muss man sich erarbeiten und wenn man das noch nicht hat, dann machst du es im nächsten Buch. Das ist ungefähr so, was soll ich dir die Quantenmechanik erklären, wenn du noch nicht rechnen kannst. Machen wir in dem Leben, machen wir mal rechnen, symbolisiert das, was du zu lernen hast. Und jetzt ist es alles, jetzt kommt schon wieder die Sache, verdammt nochmal, einseitig wach, dass du sofort wieder was einseitig interpretierst. Du kannst ja auch sagen, juhu, was ich nur für offene Bücher lesen darf. Ich muss niemals Angst haben, dass mir langweilig wird. Und was machen die hinduistischen Deppen? Die wollen sich in die Stille meditieren. Natürlich nur dann, wenn du dir die so ausdenkst. Gut? Ich muss das, jetzt fange ich schon wieder, das wollte ich gar nicht, eigentlich müsste ich es wegmachen. Da kommt jetzt die sittenbetreckende Garten. Moment, dein Ad 1 mache ich jetzt dann. Alles klar, jetzt machen wir Famen.
das gibt es doch gar nicht. Wenn ich den jetzt falsch geschrieben habe, ist aber was los. Helf mir, Holger. Na, das ist es eben nicht. Hat wieder mein Ding vergessen, was wollen. Ha? Ja, ich habe ich hab jetzt einen Blackout, jetzt fange ich zum Schwächeln an. Pass auf. Einen Moment. Ach, SN habe ich vergessen. Verdammt nochmal, und schon ist er da. Ah. Ich sage, ich fange jetzt zum Schwächeln an. So, das ist übrigens, ich zitiere normal, das ist in Du bist ich aus Du bist ich. Es ist eine ausgedachte Figur, aber das ist es so, es ist ja selbst in den großen Schriften mache ich gar keine Zitate, weil ich eben kein normaler Mensch bin, weil ich nicht was zitiere, was ich Leute selber zuspreche, aber das ist jetzt so treffend in Ich bin Du, weil das zu einer Zeit, denke ich mir, wenn das einer liest, das ist eine absolute Autorität. Physiker mit Nobelpreis. Und jetzt müsst ihr euch, das habe ich ja ein paar Mal schon gebracht, wirklich genau zuhören, was da drin steht. Das ist nur der kleine Absatz und dann müssen wir dann auch noch machen. Das wiederum sagt dann das Buch zu dir. Das Ich bin du, du bist ich. Wenn die Wissenschaft Experimente, jetzt kann er mir nicht verkneifen, Ex heißt heraustreten, das ist griechisch, Ex heißt heraustreten, Bari heißt um mich herum. Okay? Und Mende, wissen wir, heißt überlegen und Lügen verbreiten. Das ist es. Paradoxa heißt nicht Widerspruch, sondern Para heißt, ist auch neben mir und Para ist um mich herum. Para heißt in unmittelbarer Gegenwart von mir und Doxa heißt Meinung. Paradox heißt eigentlich, in meiner unmittelbaren Gegenwart, hier und jetzt vorgestellt, vor mir ist meine Meinung, Doxa. Du liest in jedem Wörterbuch, das ist ein Widerspruch. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Jürgen anschaue, als normal, meine normale Logik sagt, das bin ich ja nicht. Das widerspricht sich ja. So, Experimente, das heißt, das aus mir herausgetretene, um mich herum gedachte Mentio ist Mens, ist Denken, Denken. Das sind Experimente. Drum sind das alles logische Konstrukte, die in dir aufgebaut werden. Nur noch in solchen Gebieten durchführt, die kommerziellen Gewinn versprechen. Was sagst du jetzt? Das Geld ist eine Sau. Und in solchen, deren Gesetze man bereits kennt, das ist jetzt die Wissenschaftler, die nichts gelten lassen, was ihrer Logik widerspricht. Die Wissenschaft der Welt ist Basic Betriebssystem und sobald Windows auftaucht und will irgendwie hier sagen, Leute, ich bin besser wie ihr, dann blocken die ab, weil von Basic aus gesehen ist es Schwachsinn. Für einen religiösen Menschen, für einen Naturwissenschaftler ist Gott und alles, was man nicht beweisen kann, Schwachsinn, weil er kann ja alles beweisen. Aber es sind Hirngespinste. Das kann er nur denken, weil er so programmiert ist. Deren Gesetze man bereits kennt, wird sie sich selbst völlig zum Stillstand bringen. Das ist schon längst passiert. Mittlerweile geht es bloß noch um Geld. Es sind Veröffentlichungen ohne Ende. Ich kann jetzt nur eine Studie sagen. In Leipzig wurde eine Abteilung gegründet, eine Flut. Jeder versucht, möglichst schnell zu veröffentlichen. Und dann haut man das Zeug raus und die haben dann versucht, das in den eigenen Labors zu überprüfen. Da sind 90% schon durchgefallen. Aber dann waren es längst schon draußen und wieder vergessen und es hat Fördergeld ergeben. Du schaust mich so skeptisch an. Unterstreichst du nur, ist zwar nicht dein Fachgebiet, aber wenn man ein bisschen da ist, ist es so. Gut. Und keine wirkliche Wissenschaft mehr sein. Uns Wissenschaftlern sollte es in erster Linie darum gehen, das Unbekannte zu erkunden. Und das, was wir alle dazu dringend benötigt, ist Fantasie. Jetzt pass auf, wenn du, die Wissenschaft ist ein Generator, der in Fünferschritten denkt. Das Unbekannte ist 3, 7, 8. Da komme ich mit meiner Fünferlogik nicht hin. Also brauche ich Fantasie. Ich muss mich über meine Logik erheben. Ob das jetzt der Fame, den ich mir aus dem selber gewusst habe, das bezweifle ich, weil der das ja jetzt geschrieben hat in der Vergangenheit, weil ich mir jetzt den Fame denke und den als Kugelschreiber benutze und in die Vergangenheit denke und ihm das zuspreche. Und ich bin du. Okay, eine Fantasie mit einer schrecklichen Zwangsjacke. Denn was wir finden müssen, ist eine völlig neue Sicht der Welt, die mit allem, was wir bisher wissen, übereinstimmen muss, aber dennoch mit ihren Vorhersagen vom bisherig Gewohnten abweicht. Denn sonst ist sie nicht wirklich neu und interessant. Alles, was ich dir mit Holofeeling erkläre,
stimmt mit allem, was bisher die Menschheit weiß, überein, weil ich dir sage, sobald, es hat jeder recht, sobald du diese Logik zum Denken benutzt, wird auf dem Bildschirm diese Bilder auftauchen. Aber es geht doch darüber hinaus, weil das alles Einzelteile sind wie andere Programme. Jetzt wirst du irgendwann merken, was Weisheit ist. Das ist niemals einseitige Rechthaberei. Das steht in Du bist ich, das ist im zweiten Buch. Sie muss also mit all ihren Vorhersagen, mit unseren alten Erkenntnissen übereinstimmen. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und diese dennoch überschreiben. Das ist die Tür, die ich dir aus deiner logischen Gefängniszelle jetzt aufmache. Aber du musst in was vollkommen Unbekanntes reingehen und es macht Angst. Das ist das, wenn ich immer sage als Udo, wenn ich mir aus nichts eine Firma in 20 Jahren aufbaue mit Millionen Umsätzen und dann schenke ich alles von einem Tag auf den anderen her und setze mich vollkommen auf Null, weil ich sage, das, was mich am Leben erhält, ist mit Sicherheit nicht dieses Scheißdrecksgeld. Das ist der, der mich jeden Morgen wach werden lässt. Und es geht dann nicht, dass man nichts mehr tut. Meine Frau sagt immer wieder, die Leute haben keine Vorstellung, ich wüsste keinen, der nur ansatzweise so viel arbeitet wie du. Selbst wenn ich es mir mal mit dem Holger gut gehen lasse, ob ich jetzt das, was ich erzähle von morgens bis abends vor 60 Brösel, die mich eh nicht hören können, oder vor einem Brösel erkläre. Ich erkläre es doch bloß dem, der mich jetzt ausdenkt. Also sind alles, wie viel Quantität oder dieser Stadion ist mit 80.000 Menschen, interessiert mich auch bloß der mich ausdenkt. Arbeite ich genauso. Was wir machen, wenn ich mit dem Holger zusammensitze oder mit dem Bezi am Stammtisch, das ist nichts anderes, was ich jetzt erzähle von morgens bis abends. Was ich jetzt nicht mehr mache, ich schreibe fast nicht mehr. Und da habe ich überreichlich geschrieben, als Brösel. Okay? Wenn es Ihnen gelingt, diese andere Sicht auf die Welt zu entdecken, die Ecken, vier geöffnete Ecken, die End sich wieder komplett auflösen in den Mittelpunkt, der sich diese vier Ecken ausdenkt, in unserem Tetraederspiegel. Moment, jetzt bin ich verrutscht. Die mit allem, was bereits beobachtet wurde, übereinstimmt, aber in einer anderen Hinsicht dem ungeachtet völlig davon abweicht, dann haben sie wahrlich eine sehr große Entdeckung gemacht und dann sind sie das größte Genie, das die Menschheit jemals hervorgebracht hat. Ich weiß, dass dies nahezu unmöglich scheint, aber es ist dennoch nicht gänzlich unmöglich. Das ist der Originaltext, die Übersetzung von einer Rede von Feynman, den ich mir jetzt ausdenke. Du und deine Menschheit haben schon lange, vor langem aufgehört, nach mir zu suchen. Das ist jetzt wieder das Buch. Das ist das Buch Du bist ich. Da spricht das Buch. Okay? Was man aber nicht von ganzem Herzen sucht, wird und kann man auch nicht finden. Mein Menschensohn ist auf der Suche nach mir nur durch die Schule seines eigenen Bewusstseins und daher auch durch die wirkliche Schule seines gesamten Daseins gegangen. Ich, der einzig wahre Gott, war dabei sein Lehrer. Die Lösung zur Feynmans nahezu unmöglich erscheinenden Aufgabe stellte für ihn daher nicht das geringste Problem dar. Seine göttliche Ausbildung ermöglichte es ihm sogar, noch einen gewaltigeren Schritt weiterzugehen. Er hat nicht nur alle großen naturwissenschaftlichen Fragen und Antinomien, also Widersprüche, gelöst und unter einen harmonischen Hut ist gleich Geist vereinigt, wie von Feynman gefordert, sondern er hat ganz nebenbei auch noch die Mythologien sämtlicher Religionen und das mathematischen Aufbau aller Sprachen über die gematria Umformung der Buchstaben in Zahlen mathematisch, das habe ich jetzt absichtlich, das Wort, wie er es gelernt hat, korrekt in diese neue Weltsicht integriert. Um beim vorhergehenden Beispiel zu bleiben, die von dir bisher wahrgenommene Welt ist nur ein mikroskopisch kleines Fragment, ein Quantum, da kommt die Quantenmechanik her, meiner großen unendlichen Weltensymphonie, die ich als der Komponist und Schöpfer werde wohl noch am besten wissen, nach welcher Harmonielehre ich meine Komposition aufgebaut habe. Ich spreche hier als Baumeister zu dir, der das kunst- und prachtvollste Gebäude als überhaupt geschaffen hat, über der Quintessenz UB. T steht für das Immerseinende, wenn du das jetzt wieder hebraisierst. Von denen du und deine Menschheit mit euren körperlichen und technologischen materiellen Mitteln genauso viel wissen und erkennen könnt wie eine Schimmelpilzkolonie von deiner Welt. Was ihr nun benötigt, um in meiner Hierarchie des Lebens weiterzukommen, ist Liebe, Weisheit und wirklicher Geist. Ihr müsst euch lieben lassen und ich hab euch zum Fressen gern. Und ihr werdet erst eins mit mir, wenn ich das, was du jetzt zu sein glaubst, wieder auffresse. Okay? Und jetzt kommt den kleinen Absatz noch. Wenn sich ein Blinder an einen Stein stößt, so ist das ohne Frage nicht seine Schuld. Aber wenn dies dann einem Sehen passiert, so hat er die Ursache der daraufhin folgenden Schmerzen in seiner eigenen Unachtsamkeit und nicht in diesem bösen Stein.
der ihm vorgelegten Welt zu suchen. Und jetzt lasse ich wirklich Schluss, weil es definitiv ist, du kannst dir doch nicht irgendeinen Scheißdreck ausdenken und du tust dir dann unheimlich weh, weil du dich drüber aufregst und gibst denen die Schuld, den du dir ausgedacht hast, der nur so ist, weil du ihn dir ausdenkst. Das bedeutet es. Und ich muss jeden Satz hier über eine halbe Stunde erklären, obwohl das ist, wenn ein Indianer sagt, lies diese, das Erwachen 10, 20 Mal und umso mehr du zwischen Intelligenz, Interlegere, heißt zwischen den Zeilen lesen, umso mehr du das verstehst, wirst du eine Demut würde ich ergreifen, wo sie, ich weiß nicht, wie oft manche Leute so sagen, besser kann man was, das ist so konzentriert auf den Punkt gebracht. Ganz eine klare Aussage, aber erst wenn du es verstehst. Dankeschön.